So, wir sind back. Heute geht's ab in den EM-Modus in EAFC. Abfahrt. Ja, wir spielen jetzt hier ein kleines Turnier, ne? So mäßig zur EM. Perfekt. Schottland direkt 1-0. Super. Ja, hab ich mir gedacht, mache ich mal hier ein kleines Comeback, so mäßig. Spielen ein bisschen in den EM-Modus und gucken mal, was hier geht. Ja, wenn das Video kommt. Genau in dem Moment spielt Deutschland. Ich werde es nämlich direkt 21 Uhr hochladen. Und dann schauen wir mal. Ich hoffe, das geht besser aus als hier, wie es jetzt zurzeit steht. 1-0. Könnten wir gar nicht gebrauchen. Ich glaube tatsächlich daran, dass wir das in echt schaffen können, hier die EM zu gewinnen dieses Jahr. Wenn nicht jetzt, wann dann, ne? Wenn nicht jetzt, wann dann? Füllkrug! 1-1. Ah, die Trikots sehen so schön aus. Ich habe jetzt hier mal Müller natürlich reingetan. Der war jetzt standardmäßig gar nicht in der Aufstellung direkt dabei, beziehungsweise in der Startelf. Da stand Gündogan vorne drin. Den habe ich weiter nach hinten gestellt und dafür Andrich rausgenommen. Weil irgendwie 40 Pace kann ich gar nicht gebrauchen da im Mittelfeld. Deswegen mäßig drin geblieben, Mittelstädt. Komm schon. So eine Flanke brauchen wir da heute auch. Ich hab so Bock auf die EM, ey. Leute. Geht raus. Zeigt, dass ihr für Deutschland seid. Ganz einfach. Gefühlt machen die Gäste hier schon wieder mehr Stimmung als wir im eigenen Land, Leute. So geht es nicht. Geht raus. Und zeigt, dass ihr für Deutschland seid. Pusht die Spieler. Einfach zeigen, dass wir da sind. Wir können nicht in unserem eigenen Land mäßig untergehen. Die Spieler brauchen die Fans, die brauchen unseren Push. Mäßig. Neuer. Oh mein Gott. 25 Minuten gespielt hier, 1-1. Kann man mitnehmen. Heute Abend tippe ich in Real Life tatsächlich auf ein 3-1. Wird schwer gegen Schottland, weil Schottland ist schon gut unterwegs, sage ich mal. Ist jetzt vielleicht ein Wirts-Call, ein verwirrter Call. Aber, ich sag ehrlich, Schottland, Geheimfavorit. Auf jeden Fall, darf man nicht unterschätzen. Abseits hier, ich weiß gar nicht. Kommt nur der erste Platz aus den Gruppen weiter oder erster und zweiter? Müsste ja eigentlich erster und zweiter sein, oder? Oder nur erster? Weil wenn nur erste Mannschaften weiterkommen, ein bisschen wenig. Oder? Keine Ahnung. Wenn nur erste Mannschaften weiterkommen, gehe ich natürlich mit Deutschland. Wenn zwei Mannschaften weiterkommen können, gehe ich hier noch mit Schottland, weil die sind echt underrated und Musiala 2-1. 33. Vamos! Spiel gedreht hier. Wunderbar. Das ist irgendwie echt erschreckend, so dass kaum was los ist irgendwie draußen, so von der Stimmung her. Und ich weiß noch, früher jeder hatte im Auto Fahnen, irgendwelche Magnetsticker, die man so ans Auto machen konnte. Alles voll haben die damit gemacht früher, und jetzt siehst du vielleicht mal einen, der einen kleinen Deutschland-Aufkleber am Auto hängen hat. Aber mit diesen Fahnen fährt gar keiner mehr rum irgendwie. Mal schauen, falls Deutschland gewinnt nach dem Spiel. Oder besser gesagt, das Spiel gewinnt, mal sehen, was dann los ist, ob dann jemand irgendwie rumfährt, weil früher sind auch nach dem Sieg
Oder selbst nach dem Unentschieden alle Leute, weiß ich, mit dem Auto, Roller, Motorrad oder einfach nur rumgelaufen nach dem Spiel und haben gefeiert. Bin ich gespannt, ob das dieses Jahr auch so sein wird. Und Musiala 3-1. Vamos! 3-1 Halbzeit nehmen wir mit nach dem 1-0 Rückstand. So, ich habe mal ein bisschen durchgewechselt hier, damit wir mal die Spieler testen können. Einmal Sané rein, Havertz rein, Schlotterbeck rein. Einfach so ein zum Testen hier. Mäßig. Wir wollen ja alle Spieler mal spielen hier. Schöne Grätsche von Rüdiger. Ich werde auch versuchen. Ich weiß nicht, ob das eigentlich doch. Eigentlich müsste das zeitlich passen. Immer dann das hier aufzunehmen. Wenn Deutschland auch spielt, dann ist irgendwie nochmal so ein extra Feeling. Deutschland, nächstes Spiel gegen Ungarn. Ich glaube, Ungarn, die haben viele so auf dem Zettel, aber ich glaube, die gehen dieses Jahr komplett unter. Ich glaube, letzter Platz in der Gruppe. Die werden komplett untergehen. Füllkrug, hier am Flachsen. Sané. Musiala läuft hier wieder. Oh, Sané. Ich könnte hier auch mal ein paar kleine Predictions machen. Wer die meisten Tore für Deutschland schießen wird in diesem Turnier. Sané ist schon weit vorne, glaube ich, bei mir. Sané. Sané und Wirtz, glaube ich, die machen die meisten Tore dieses Jahr für Deutschland. Ich meine, Thomas Müller war bei einer EM nie erfolgreich, sondern nur bei einer WM. Irgendwie habe ich da mal was mitbekommen, dass Thomas Müller gefühlt irgendwie gar keine Tore macht während der EM oder so. Irgendwas war da mal vor 2 Jahren. Oder nee, vor 3 Jahren zur EM 2020, aber die war ja 2021. Ich meine, da habe ich mal irgendwie gelesen, der hat kein Tor während der EM gemacht oder irgendwas, auf jeden Fall sehr wenig geleistet. Irgendwie so. Aber ich glaube, Sané und Wirtz haben gute Chancen, die meisten Tore dieses Jahr zu machen. Jetzt wird es ein bisschen hart. Ich zähle jetzt mal den größten Flop auf. Der größte Flop. Viele sagen jetzt Emre Can, aber ich glaube, der größte Flop, von dem man auf jeden Fall mehr erwartet hätte oder erwarten würde, ich glaube, Musiala wird nicht so krass. Ich glaube, Musiala wird nicht so krass. Das sage ich ehrlich. Hoffe ich natürlich nicht, aber man hat so ein Gefühl irgendwie so mäßig. Was kann man noch predikten? Ich weiß gar nicht. Kann man noch irgendwas? Nö. EM-Sieger. Für mich Deutschland natürlich. Neuer. Der wird auch so rasieren zur EM wieder. Die Leute übertreiben wieder, dass der scheiße ist und so. Leute. Dem ist dann Ball versprungen. Passiert. Der wird rasieren, ich sag es euch, der wird rasieren. Havertz sieht Musiala, der sieht Füllkrug. Mockt ein bisschen rein. Mittelstädt. Thomas Müller. Abgefälscht. Komm, holen wir nochmal Andrich rein hier. 40 Pace oder so. Gib ihm. Groß. Ich glaube, Groß wird auch wieder. Groß macht ein schönes Freistoßtor. Sage ich. Rüdiger schön. Torwart kommt mit nach vorne. 1,5 Minuten noch.
Faust den weg. Pfeif ab, Schiri, hallo. Abpfiff. 3-1, ich hab's gecallt. 3-1 geht's aus. Ich spiele hier 3-1. Also wenn das nicht ein Zeichen ist. Vamos. Ja, nächstes Mal gegen den Ungarn. Wir schauen uns die Tabelle an. Wir sind auf Platz 2. Schweizer 3-0 gewonnen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Zeigt, dass ihr für Deutschland seid. Pusht euch alle. Das ist eine EM, großes Turnier in unserem eigenen Land, Leute. Leute, der Hype ist real. Pusht euch. Wir können hier nicht in unserem eigenen Land untergehen. Mäßig, geht raus. Was weiß ich. Macht alles. Tschüss.